Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. Es ist mal wieder soweit, wir spielen wieder Bausimulator und wir beginnen heute am Bahnhof. Da haben wir in der letzten Folge unsere Baustelle abgeschlossen und müssen jetzt hier noch den Bagger abholen und den Pritschenwagen wegfahren. Das werden wir jetzt auch direkt machen. Wir werden jetzt nicht den Pritschenwagen immer direkt in die Firma fahren. Dann werden wir da uns den Tieflader snacken und den Bagger noch abholen. Das steht heute alles noch auf dem Plan. Danach werden wir entweder mit dem Bagger oder nochmal extra zum Fahrzeughändler gehen, weil wir wollen ja neu einkaufen und wir werden uns heute einen neuen Auftrag reinziehen. Das ist auch noch der Fall. Genau. Ansonsten bin ich jetzt gerade noch am Überlegen, ob sonst irgendwas heute ist, aber wir haben ja 2 Folgen Zeit. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir dann unsere neue Baustelle dann einrichten. Aber jetzt geht es erstmal darum, hier den Bagger noch zu holen und dann erstmal wieder Geld auszugeben. Also, wir haben noch ein bisschen was vor. Und dann schauen wir mal. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich das Tutorial für die US-Story schon gespielt habe? Wir haben ein neues YouTube-Abo. Und zwar. Fuck, ich war zu langsam. Schade. Habt ihr es gehört? Hello there? Hat jemand auf YouTube oder auf Twitch gerade reingefolgt? Ich kann mal gucken, ob es YouTube war. Twitch. Könnte auch Twitch gewesen sein, tatsächlich. Können wir ja mal kurz gucken. So, da ist der eine Tieflader ist noch leer, ne? Ich glaube schon. Ja, kann auch Twitch gewesen sein. Ich war ja. Aber ich bin mir. Ich habe meine Twitch-Zahlen nicht im Kopf. Egal. Den Kollegen parken wir jetzt erstmal. Und dann schnappen wir uns unseren LKW mit Tieflader, der da leer ist. Das war die Hupe. Halt mal, wir können doch Kaffeepause machen. Plus 1 Stunde. Abend. Nacht. Plus 1 Stunde. Mittag. Morgen. Cool. Wir können die Nacht wieder überspringen. Das finde ich sehr gut. So, dann schnappen wir uns jetzt den Zug hier. Es gibt eine Ego. Wusstet ihr, dass es eine Ego gibt? Es gibt eine Ego. Das wusste ich tatsächlich nicht. So. Dann holen wir uns den Bagger noch ab, da fahren wir jetzt wie gesagt mit dem Zug. Dann fahren wir mit dem Zug auch direkt zu einer Tanke, weil sowohl der LKW als auch der Bagger, glaube ich, getankt werden müssen. Und danach können wir eigentlich auch direkt mit dem Gespann zum Fahrzeughändler fahren. Wir müssen zwar den Bagger eh in die Firma bringen, aber dann können wir zumindest schon mal gucken. Wobei gucken können wir auch. Näher, komm, Tankstelle, dann in die Firma zurück und dann gucken wir. Wie gesagt, ein paar Neuanschaffungen wären auf jeden Fall angebracht. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Genau. Und danach schauen wir zum Ende der Folge noch, dass wir uns den nächsten Auftrag an Land holen, beziehungsweise starten. Wahrscheinlich wieder einen Story-Auftrag. Aber mal gucken, was. Wir können auch mal gucken, was die Standardaufträge noch so zu bieten haben, dann könnte man da auch mal wieder einen machen. Das ist mir eigentlich relativ egal, was wir genau machen. Ich glaube, bloß bei den Story-Aufträgen müssen wir jetzt demnächst auf jeden Fall Straßenbau machen. Aber da schauen wir mal, bei wem wir da jetzt weitermachen. So, warte mal.
So. So. Jawohl. Der Kollege hat wollen. Der muss jetzt halt warten, ne? In der Ego sieht es schon mal nochmal ganz anders aus, das Spiel, muss ich sagen. Du Kecker. Wenn man im Weg steht, selber schuld, ne? Schwupps. Ach, meinst du, das packt er? Das packt er, oder? Jawohl. Hoppla. Oder steht ein bisschen weit hinten, ne? Wurscht. Dann, nächster Halt. Eine Tankstelle. Dann nehmen wir aber die hier. Weil wir müssen Bagger und LKW tanken. Ich überlege auch gerade, ob wir. Ne, wir müssen auf jeden Fall den Tieflader abladen. Wenn wir neue Maschinen kaufen, müssen wir die auch abholen. Also auf meiner Einkaufsliste, Wunschliste steht Betontechnik, also sprich Mischer und Pumpe, würde draufstehen. Straßenbau, also Teermaschine und Asphaltwalze. Eine Fräse muss jetzt nicht unbedingt, könnte, wäre aber auch ganz cool. Und eine Thermomulde, der wäre auch mal ganz cool, aber muss jetzt auch nicht zwingend. Dann wäre noch ein Radlader, ein kleiner, also ein Kompaktlader, wäre noch auf der Liste. Der Schnelleinsatzkran, nicht der L1, sondern den wir auf der Bahnhofsbaustelle hätten, der ist auch noch auf der Wunschliste. Und ein großer Kettenbagger. Also ein großer Bagger, der Dosan. Da haben wir ja schon ausgemacht, dass es der Dosan wird. Aber schauen wir mal. Es kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, was der nächste Auftrag ist, ne? Muss man auch dazu sagen. Reparieren und einmal tanken. Einmal kurz gucken, ob der jetzt den Bagger automatisch mitgetankt hat. Dann fahren wir jetzt in die Firma und dann schauen wir mal. Was als nächstes kommt, ne? Richtig. Mal das ausmachen. Und dann können wir mal anfangen abzuladen. Nehmen einfach den Tieflader. Jetzt ist ja eigentlich relativ wurscht. Die Walze können wir auf dem anderen drauf lassen. Bei Wendel brauchen wir auch den großen Tieflader, ne? Könnte auch passieren. Gut.
Dann schauen wir jetzt in den Fahrzeughändler. Betreten. Also, Kompaktlader. Da wäre. Pass mal, lass mal anders filtern. Genau. Bagger. Also bei Bagger wäre ja, wie gesagt, der hier die Option. Der Dosan. Dann hätten wir Radlader. Da wäre entweder der Wagger Neuson, der Case oder einer von den Bobcat. Die großen, die sehe ich jetzt noch nicht so sinnvoll. Der hier eigentlich auch nicht so groß ist. Der Case, der Dosan und der Atlas, die sind relativ groß. Die anderen würde ich eigentlich alle jetzt mal in Option nehmen. Der ist ja auch ähnlich groß. Gut, schon mal. Preislich gesehen sind die zwei. Man muss ja immer vom Preis ein bisschen ausgehen, ne? Okay. Egal. Auf jeden Fall wäre es irgendwie so ein ganz kleiner. Asphalttechnisch gesehen wäre. Bräuchte man einmal eine Walze und einmal eine Dermaschine. Da ist ja eigentlich hier. Bomag wäre mein Favorite. Weil von denen kriegen wir Walze und Dinger. Kran. Wäre hier der 125k wäre das. Als Kran. Mobilkran jetzt ehrlich gesagt nicht so. Wäre auf jeden Fall der. Betonmischer, Betonpumpe. Da wäre es bei meinem auch. Ich glaube, Mischer wäre es mir eigentlich relativ egal. Entweder MAN oder Scania, einer von den beiden. Und Pumpe, sage ich euch ganz ehrlich, entweder die DAF, weil es ist einfach die größte Pumpe im Spiel direkt. Oder die Scania, die MAN. Weiß nicht. Entweder eine Scania-Kombination oder eine MAN-DAF-Kombination. Würde ich jetzt mal einfach so in den Raum stellen. Ansonsten, was hätten wir noch? Britschenwagen juckt nicht, Bagger juckt nicht, Fahrzeug brauchen wir hier auch nicht. Kipper und so ein kleiner Dumper wäre natürlich auch geil, ne? Genau, eine Thermomulde, ne? Da hätten wir aber nur. Zur Auswahl hätten wir für als Thermomulde hätten wir als Auswahl nur den MAN und den Mag, ne? Ja. Und jetzt hätten wir noch Zugmaschinen. Da können wir auch mal Just for Banane gucken. Brauchen wir mal ich keine. Wir haben ja zwei. Aber wenn, dann glaube ich entweder die Scania-Zugmaschine oder die DAF-Zugmaschine. Weil das sind zwei Dreiachser, die sind ja schon geil. Weil ich meine, die haben wir ja, die haben wir auch. Und das ist halt nur eine Zweiachser, ich weiß nicht, die passt jetzt nicht so, finde ich. Aber ich würde sagen, wir gucken erst nach neuem Auftrag. Und dann entscheidet man, was für Fahrzeug wir kaufen. Das machen wir noch alles in der Folge, auch wenn wir jetzt schon ziemlich am Ende sind. Gucken wir erstmal in der Kampagne. Hier wäre Straße bei der Umweltministerin. Bei der Verkehrsministerin wäre es eine Raststätte tatsächlich. Da wäre es keine Straße. Wir würden natürlich auf Hoch spielen, das ist ja logisch. Dann hätten wir den Kultusminister, Kulturbeauftragten, Affenkopf da. Da hätten wir auch eine Straße und den Prestige-Projektmeister hätten wir auch eine Straße. Und hier, was hätten wir da? Da hätten wir Silo an, also schauen wir mal, wir hätten
Wohnsiedlung für Straße, wir hätten Parkplatz, Straße, wir hätten eine Lagerhalle, die ist relativ groß, da hätten wir nochmal eine Straße, dann hätten wir Silos, die geben auch gut Geld und nochmal zwei Straßen und zwei Transportmissionen, auf die scheißen wir jetzt mal. Aber ich würde fast sagen, wir machen bei unserem Verkehrsminister erstmal weiter, bauen die Raststätte jetzt. Das wird auch nochmal gewaltig, glaube ich, der Auftrag. Ich meine, 2,1 Mille. Wir haben hier Erdgeschoss und Tragwerk und Stahl und Obergeschoss und Flachdach und haben da auf jeden Fall ein bisschen was zu machen. Material eigentlich gar nicht so viel. Und wir wären hier. Am Kieswerk direkt übel weit weg, Alter. Okay, ich glaube, wir nehmen den Auftrag an. Ja, komm. Und dann kaufen wir uns jetzt irgendwas Geiles hierfür. Und ey, komm, wir kaufen uns einen Firmenwagen. Komm, wir kaufen uns jetzt einen Firmenwagen. Der kostet ja nichts. Sportwagen oder Pickup? Komm, Pickup ist schon besser. Komm, scheiß drauf. Den kaufen wir uns jetzt. Und schauen uns jetzt die Baustelle noch an in der Folge. Schauen wir uns die Baustelle noch an. Und dann müssen wir. Ja, ich glaube, wir werden auch keinen. Ich weiß nicht, ob wir den Dosenbagger da brauchen unbedingt. Schauen wir mal, wie groß das jetzt am Ende alles ist. Und dann machen wir unsere Erstbesprechung. Da ist er. Nee, Digga. Oder wir machen das alles in der nächsten Folge. Würde ich sagen, bis dahin, Peace out, ciao.